Herzlich willkommen zurück. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ich würde mal sagen, wir gehen in den Abstellraum. Oh. Das Phantom sah bedrückt aus, aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Na, mal gucken, wie wir an den rankommen. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Die kommt mit. Was haben wir hier noch? Eine Termitenfarm. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Oh. Okay. Noch irgendwas? Eine Lunchbox. Kann man mit ihm reden? Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte er als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen. Könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Lilly sah ein, dass sie auf diese Weise nie an den Schlüssel gelangen würde. Nein, Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Vielleicht. Nur ganz vielleicht. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Okay. Wir haben noch das Gästerkostüm. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... Sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. No, irgendwie tut er ihm schon leid. Oh, hier haben wir noch einen Spiegel. Den nehmen wir mal mit. So, den gehen wir noch mal raus in den Flur. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren. Aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Ja, was passiert, wenn wir den da ranmachen? Die Bürotür. Lilly hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden. Auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Okay, das geht nicht. Nagel nicht. Eine Sache hatte Lilly gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Was sind das denn für Ideen? Nein, halt, ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen. Eine Sache hatte Lilly gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Okay, was ist hier? Da hing schon etwas. Ach schön, aber ich glaube, da muss der Spiegel hin. Die Rahmen waren in etwa gleich groß. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Und
dann kommen wir immer noch nicht weiter. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Ja, was fehlt denn nur? An die Termiten kommen wir nicht. Flur? Eine Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. No. Honigpfannkuchen. Können wir die dahin? In der Hoffnung, dass in die Termiten raufgehen? So, gehen wir nochmal raus. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Ja, wir haben was gelernt. So, und dann kommt er hier hin. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Okay. Ich glaube, das musste mal raus. Dann gehen wir jetzt auch raus. Und schließen damit die Zellentür auf. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh, hallo Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh. Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Ich glaube, da habe ich auch noch ein Mitspracherecht. Aber wir unterhalten uns erstmal mit Ellen und die Oberin macht mir Angst. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Die Oberin stand oft so, Lilly. Okay. Hasenohr, Hasenbein. Der Doktor wird zufrieden sein. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Ja, wir nehmen mal die Nadel. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Hilfe. Wo ist unser Verbot?
Wir können das nicht. Oh oh. Edna und Garrett waren gefesselt. Lily war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Du musst uns befreien, Lily. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lily. Ich würde dich ja umarmen, aber naja, diese Woll-Version eines HR-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Was? Oh, Lily hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Das war jetzt wirklich gemein. Lily zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Augen? Waren das Augen? Harvys Augen! Ja! Du sollst au. Keine spitzen Gegenstände benutzen. Mach ich doch gar nicht! Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Guardian vielleicht mit der Oberin? Alarm, Fremdkörper gesichtet. Lily, was tust du hier? Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet, Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lily da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie all ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Okay. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Okay, Feuer-Harvey auf. Regelverstoß! Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Oh. Da haben wir ein klitzekleines Problem. Das war unfair. Lily hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Können wir ihr die Augen geben für den Harvey? Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lily ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Was machen wir denn jetzt? Hilfe! Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Lily saß in der Falle. Können wir uns selber noch mal hypnotisieren? Oder? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen.
Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Die Harvey-Puppen machen mir Angst. Die Nadel dürfen wir nicht nehmen. Richtig? Au! Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Oh, du blöder... Ja, es... Ihr seid blöde Harveys. Du sollst nicht lügen. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder... Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Mach ich doch gar nicht. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Hilfe? Wie kommen wir denn jetzt wieder? Jetzt waren da nur noch Stoffreste drin. Edna, hilf uns. Ich kenne diese Augen. Harvey, bist du es? Lass lieber die Finger von den Hasen. Wir dürfen nicht riskieren, dass du noch einmal unter Hypnose gerätst. Konzentriere dich lieber auf deine Aufgabe. Ich brauche Hilfe. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Stimmt, ich hatte das ja noch in der Hand. Ich vergaß. Da. Harvey, bist du es? Du sollst nicht mit Feuer spielen. Au, Backe. Was hat Dr. Marcel bloß mit dir angestellt? Kannst du uns vielleicht hypnotisieren? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Aber ein Wollknäuel ist doch nicht spitz. Lass lieber die Finger von den Hasen. Wir dürfen nicht riskieren, dass du noch einmal unter Hypnose gerätst. Konzentriere dich lieber auf deine Aufgabe. Wie soll ich? Harvey, bist du es? Du sollst nicht mit Feuer spielen. Au, Backe. Was hat Dr. Marcel bloß mit dir angestellt? An sowas kann ich nicht ziehen. Die Nadel wollen sie mich nicht ranlassen. Was haben wir da? Die Naht kriege ich dadurch auch nicht auf. Was mache ich denn jetzt? Waren das Augen? Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich. Ob er beleidigt war? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Okay, Hilfe! Hasenohr, Hasenbein, der Doktor wird zufrieden sein. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Wir brauchen ganz dringend unsere Verbote wieder. Wir müssen ihr ausschalten können, aber wie? Lilly saß in der Falle. Hallo, lass uns raus.